meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, Pfingsten als die Vollendung dessen, was Jesus getan hat. Wenn man so will, die Zusammenfassung und Erfüllung all dessen, was wir sagen, wenn wir formulieren, wir glauben an Jesus Christus. Pfingsten, dieses Fest der Erfüllung und, wie die Väter immer wieder betonen, die Geburtsstunde der Kirche. Aber wie sieht sie aus, diese Geburtsstunde der Kirche? Wir sind heute damit konfrontiert, gerade wo wir solche Krisenzeiten der Kirche hierzulande durchmachen, dass immer wieder vom Geist die Rede ist und als müsste sozusagen eine neue Kirche gegründet werden. Aber wir werden nur neu werden im Sinn dieses Geistes, im Sinne Jesu Christi, wenn es so geschieht, wie wir es eben in den Schrifttexten gehört haben. Das ist Pfingsten. Wie geschieht das hier? Wir haben ein großes akustisches Ereignis, verbunden mit etwas Visuellem, also das, was man sehen kann. Man kann etwas hören und sehen. Was geschieht hier? Es entsteht ein Sturm. Aber es ist nicht ein Sturm, wie er entsteht, wenn ein Gewitter aufzieht. Es hört sich so an, aber ein solcher Sturm ist es nicht. Er nähert sich dem Haus, in dem dort die Apostel mit Maria versammelt sind. Dem Wort Jesu gemäß, wie er es ihnen gesagt hat. Verlasst nicht die Stadt, bis ihr erfüllt werdet mit der Kraft aus der Höhe. Ein zeitgenössischer Theologe, der vor kurzem gestorben ist, hat das einmal genannt. Sie sind bei ihrer Morgensitzung. Aber diese Morgensitzung nimmt einen ganz anderen Verlauf, als sie gedacht haben. Es gibt einen Ansturm vom Himmel her, eine Erstürmung dieses Hauses. Und dieser Ansturm hat, wenn man so will, Gewitterneigung. Aber nicht so, als würde sich diese Kraft sammeln und in einem einzigen Blitz entladen. Vielmehr ist es, wie die ostkirchlichen Texte so wunderbar sagen, ein Regen von Flammentau. Eigentlich ein Paradox. Es regnet einen Flammentau. Aber nicht irgendwie auf das Haus, sondern der Geist Gottes zeigt sich konkret. Diese himmlische Erscheinung will nicht, dass das Haus in Flammen steht, sondern vom Himmel her werden die Einzelnen mit der Kraft aus der Höhe erfüllt. Jedem Einzelnen widerfährt das. Dieser Sturm übersetzt sich in einem letzten großen Schritt in Atem. Beides hat mit Wind zu tun, mit Luft. Dieser Sturm ist nicht einfach irgendwie eine Revolution, der alles wegbläst. Nein, dieser Sturm, der da in diesem Flammentau kommt und sich in den Einzelnen niederlässt, bringt ihn nicht einfach in irgendeine Ruhe, in irgendeinen irgendwie gearteten himmlischen Frieden, sodass wir auf dem Zionsberg, wie wir ihn heute nennen, einen Platz des himmlischen Friedens hätten, den ersten auf der Welt. Nein, eine große Kraft entsteht, sodass dieser Sturm durch diesen flammenden Tau übersetzt wird in Atem, in Kraft zum Reden. Aber auch das ist nicht die Geburtsstunde unserer Medien. Es ist nicht die Geburtsstunde der Presse oder der Pressesprecher. Es ist die Geburtsstunde der Kirche. Was hier geredet wird, liebe Schwestern und Brüder, ist nicht irgendein Gelaber, das wir schon nicht mehr hören können, sondern es ist das Evangelium. Es ist die gesamte Geschichte Gottes mit den Menschen. Diese Geschichte, die sich so oft verlaufen hat, von denen manche meinen, sie ist gar nicht recht greifbar. Doch, diese Geschichte hat sich in Israel konkretisiert. Während Israel das Wochenfest feiert und mit diesem Wochenfest die Gabe der Tora, die 10 Worte,
die 10 Gebote, wie wir sagen, sodass wir wissen, wie wir leben können. Und zwar auch solche, die nicht Juden sind, wissen, wie Leben gelingen kann. Diese 10 Worte, die Gott seinem Volk schenkt, sind universal. Sie gelten nicht nur eingeschränkt auf diesen kleinen Flecken im Nahen Osten. Während Israel dieses Fest feiert, erneuert Gott auf seine Weise diese Worte und weitet sie aus auf alle, indem er diese Kraft schenkt, sodass alle in Sprachen reden, und zwar nicht in ihrem Dialekt. Das ist ein Provinzdialekt, das sind Galiläer. Wir hören das. Sind das nicht alles Galiläer, die da reden? Also irgendein, als sozusagen, als wäre jemand aus der Eifel weggelaufen und würde Eifler Platt reden. Und trotzdem, alle, aus allen Erdteilen, verstehen das, was die sagen. Warum? Weil sie nicht sich selber ausrichten, sondern weil sie erfüllt sind mit der Kraft aus der Höhe, um das Evangelium zu sagen, die Worte Gottes zu verkünden, die alle verstehen können. Das ist wirklich ein unglaubliches Geschehen. Und, liebe Schwestern und Brüder, dieses Geschehen, diese entflammte Rede, von der wir hier hören, und Petrus wird dann erst richtig anfangen zu predigen. Wir haben das in unseren Lesungen nicht gehört. Wir haben es eigentlich die letzten Ostersonntage immer wieder gehört in der ersten Lesung. Diese lange Predigt, in der Petrus das zusammenfasst, indem er endlich versteht, was mit Jesus geschehen ist, mit dem er Tag und Nacht jahrelang zusammen war. Dass es schon in den Psalmen steht, dass man endlich ein Verständnis hat für die prophetischen Schriften, die auf Jesus schon hinweisen. Dass auch dieses Fiasko des Kreuzes verständlich wird aus der Heiligen Schrift. Diese entflammte Rede, zu der Petrus fähig war, befähigt Christen zu allen Zeiten, wenn sie sich diesem Geist Gottes aussetzen. Mir scheinen, liebe Schwestern und Brüder, für heute, für unsere Fragen, die wir haben, für unsere Probleme, die wir oft genug hin und her wälzen, ganz konkret 3 Elemente. Man kann sicher noch viel mehr aus dieser Lesung herauslesen. Aber mir scheinen 3 Elemente sehr wichtig. Das, was jener Theologe Morgensitzung nennt, ist eine Versammlung des Gebetes, wie der Evangelist Lukas ausdrücklich festhält. Dort, wo die Apostel mit der Mutter Jesu im Obergemach versammelt sind zum Gebet, dort ereignet sich der Sturm, der Regentau der Flammen und die entflammte Rede. Nicht in unseren vielen Sitzungen, wo wir unsere eigene Tagesordnung veröffentlichen und abarbeiten. Wo wir sagen, das sind unsere Punkte, die wollen wir jetzt endlich mal zur Sprache bringen und wir wollen sie erledigt haben, weil so sehen wir das. Keine Rede hier davon in den Pfingsttexten, liebe Schwestern und Brüder, sondern zum Gebet versammelt. Und hier liegt eine kritische Frage. Kann es sein, dass Gottes Geist für uns so wenig greifbar und wirksam ist, weil wir uns zu wenig im Gebet versammeln? Wir versammeln uns zu diesem und jenem, zu Events, die man jetzt noch eigens propagiert, aber zum Gebet? In vielen Kirchen ist das jetzt schon Fehlanzeige und wird in Zukunft noch mehr Fehlanzeige sein. Wie soll Gottes Geist wirken, ankommen, wenn die Grundvoraussetzung dazu fehlt? Hier, in der Apostelgeschichte, heute am Pfingsten, erfahren wir etwas darüber. Die Apostel mit Maria im Gebet versammelt. Der 2. Punkt. Dieser Ansturm auf diese kleine, verschüchterte Gruppe kommt von außen. Und zwar, man kann es noch konkreter sagen, von oben. Dieser Ansturm kommt vom Himmel her. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt keine Revolution in der Kirche. Es gibt keine Reform in der Kirche, wenn sie nicht von Gott in die Wege geleitet wird. Es sind nicht unsere Reformagenten. Es sind nicht unsere kleinen oder großen Revolutionen, die wir anzetteln. Das sind alles Sackgassen. Die große Revolution dieser Welt, das Evangelium in die Welt zu bringen, geht von Gott aus, von seinem Geist,
und von niemand anderem. Der Sturm, als dritter Punkt, liebe Schwestern und Brüder, der Sturm wird zum Atem. Und es ist eigentlich richtig, wenn die Synodentexte unseres Bistums überschrieben sind unter dem Titel herausgerufen. Ja, man kann dem nur zustimmen. Im Sinn dieser Lesung der Apostelgeschichte. Herausgerufen zu was? Im Gebet versammelt zu sein. Sich der großen Umwälzung Gottes auszusetzen und sich ihr zur Verfügung zu stellen, ruft heraus. Sie ruft heraus in die Welt. Diese Jünger und Apostel bleiben nicht in ihrem Obergemach. Sie ziehen meistens zu Fuß durch die ganze bekannte damalige Welt und sind bereit, für dieses Evangelium mit ihrem Leben zu bezahlen. Das nenne ich herausgerufen. Und das gibt der Kirche den Namen, liebe Schwestern und Brüder. Kyriake, vom Herrn herausgerufen. Nicht um irgendetwas zu tun, sondern dieser Sturmbraus des Heiligen Geistes übersetzt sich in die Worte der Verkündigung des Evangeliums. Nicht zu irgendwelchen Presseerklärungen. Wir sind nicht dazu gerufen, zu jenen und politischen Themen Stellung zu nehmen. Das kann man alles auch tun. Primär ist die Verkündigung des Evangeliums noch konkreter. Heißt, die Verkündigung Jesu Christi, was Gott in ihm wirkt, wie wir in ihm allein dem einzig wahren, lebendigen Gott begegnen. Das ist die Agenda des Heiligen Geistes und das muss unsere sein. Ansonsten gehen wir fehl. Der Sturm, der dieses Haus erfasst, derer, die beten, wird zum Atem der Einzelnen, die fähig werden, das Evangelium zu sagen. Das ist Pfingsten, liebe Schwestern und Brüder. Und immer, wo Menschen das tun, wird die Kirche neu.